Herzlich willkommen zu unserem neuen YouTube-Video. Heute mal wieder vom Segelfluggelände Rheinstetten. Kürzlich haben wir euch in dem Video unsere Winde, die AFK 3, vorgestellt. Da habe ich auch schon mal erwähnt, dass wir bald eine E-Winde bekommen werden. Mittlerweile ist es soweit, sie ist hier und heute im Video möchten wir euch die gerne zeigen. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und fahren runter, oder? Startwinde ist startbereit. Fertig. Hallo David, kannst du uns vielleicht was zu den technischen Details der Winde sagen? Ja klar. Also wir sind hier auf einer ESW-2B. Die wird angetrieben durch einen Elektromotor mit 205 kW Spitzenleistung. Das Ganze ist gespeist aus einer großen Bleibatterie. Die wird aber auch ständig geladen mit 12 Kilowatt am Netz und damit schaffen wir so 10 bis 20 Starts pro Stunde. Das Ganze läuft über zwei Seiltrommeln mit jeweils gut 1000 Meter Kunststoffseil. Damit schafft man so Schlepphöhen von 350 bis 450 Meter über Grund. Ah, das klingt ja schon mal sehr interessant. Und was sind dann so die wesentlichen Unterschiede zu einer Verbrennerwinde? Mal abgesehen davon, dass es natürlich ein bisschen leiser im Schlepp ist und emissionsfrei, ist es auch ein bisschen einfacher während des Schlepps hier die Bedienung, weil wir nur noch einen einzelnen Leistungsregler haben, den man mehr oder weniger nur auf die richtige Einstellung schieben muss, wo man dann eigentlich sehr wenig anpassen muss. Andererseits ist es außerhalb vom Schlepp dann auch wieder ein bisschen weniger komfortabel für den Windenfahrer im Vergleich zu unserer alten Winde, wo wir nämlich automatische Trommeln hatten, während man hier eben relativ umständlich von Hand einkuppeln muss. Und genauso ist es hier halt keine LKW-Kabine mit dem entsprechenden Komfort, sondern man sitzt hier halt relativ offen. Okay, danke für die Infos und dann würde ich sagen, wir schauen mal hoch ins Cockpit und fragen den Piloten, wie er den Schlepp fand. Geil! Das war jetzt gerade mein erster Windenschlepp mit der neuen E-Winde und muss sagen, das war sehr angenehm, schön kontinuierlich hier Seilkraft und eine gute Ausklinkhöhe von knapp über 400 Metern. Geil. Ja, die E-Winde ist natürlich nur Teil eines Gesamtkonzeptes. Die E-Golf-Karts kennt ihr ja auch schon. Beides wird aus einer Photovoltaikanlage hier auf den Dächern versorgt und nicht normal aus dem Stromnetz. Leider fallen trotzdem natürlich noch ein paar CO2-Emissionen an. Die kompensieren wir aber, sodass wir fast einen CO2-neutralen Flugbetrieb hier betreiben können. Wenn euch die E-Winde näher interessiert, kann ich euch herzlich zu unserer E-Winden-Einweihungsfeier am 17. und 18. September hier auf das Segelfluggelände Rheinstetten einladen. Da könnt ihr euch die Winde mal näher anschauen. Wir schalten auch die AKX aus, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Und es wird sicherlich auch den ein oder anderen Gastflug geben. Ah, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und lasst ein Like da oder schreibt in die Kommentare. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.